Es war ein Fischer, der Fische gefischt hat in Yamamelach, im Toten Meer. Ging dort ein Tourist vorbei und er war schockiert. Er schaut ihm an, er hat die Angel drin gesehen, die Falle dort, ja. Und er sagt, Moment, welche Fische gibt's dort? Er sagt, was redest du? Was machst du? Fischst du hier? Er sagt, sicher, weißt du, welche Fische ich hier bekomme? Fette Fische! Was? Unmöglich. Er sagt, oh ja, es gibt keine Fische hier. Na, sicher gibt's Fische. Er sagt, wie, was redest du? Er sagt, du, Bruder, es gibt bei uns in der Familie, die schon Generation für Generation geht, ein Geheimnis. Mit diesem Geheimnis kannst du sogar überall fischen. Bei dir zu Hause in der Badewanne. Im Aquarium beim Chinesen. Überall, du bekommst immer diesen fetten Fisch. Ich verspreche es dir. Sag mir, sag mir dieses Geheimnis. Was sagt er ihm? Das ist ein Geheimnis, Familiengeheimnis. Willst du, dass ich das verrate? Ja, bitte. Zahl mir 1000 Euro. Ich verrate dir. Na komm, das ist mir zu viel. Ey, das ist Familiengeheimnis, das kostet. Was glaubst du? Das ist schon Generation für Generation, das weiß nur ich. Und davor mein Vater und mein Großvater. Er zahlt ihm 1000 Euro. Der Fischer, das Geld bekam, sagte dem Touristen, jetzt halt dich fest, das Geheimnis kommt gleich, mein Freund. Das Geheimnis lautet, dass du dieser fette Fisch bist. Und du wirst es nicht glauben, du bist heute der Dritte schon. Sagen unsere Chachamim, dass der böse Trieb der Jetzer, er ist ein König, ein alter König und er ist dumm. So sagen es die Chachamim über den bösen Trieb, über den Jetzer. Melech Zaken Vexil, ein alter König und dumm. Warum? Er ist ein König, weil er herrscht, nachon? Er herrscht, er ist ein Engel. Und er ist alt, weil er bald 6000 Jahre alt wird. Nachon? Er ist schon alt, ja. Pension hat er schon. Und bald hat er Geburtstag. Aber warum ist er dumm? Er ist ja gescheit. Er bringt uns immer in die Falle, nachon? Da muss man gescheit sein, nachon? Sagt der Chafetz Chaim, Rabbi Israel Meir HaKohen von Radin, folgendes. Ein Baumeister baut auch ein Dummer. Was ist seine Aufgabe? Dumbo. Ein Dummer, sein Beruf ist es, uns dumm zu machen. Wie? Indem er uns in die falsche Bahn bringt. Das ist seine Aufgabe. Was will Kadosh Baruch Hu von uns? Er will uns sagen, liebe Leute, seien wir nicht so dumm wie dieser Tourist und fallen rein in seine Falle.